Hier zeige ich euch, wie man genau sowas hier, wie man es umsetzt und individualisiert. Dafür brauchen wir eine Audiodatei, dann im besten Fall noch ein GIF, lädt man sich ganz leicht runter, wie zum Beispiel auf Giphy, Rechtsklick auf ein Bild, speichern unter, hier sollte dann GIF stehen und schon kann man speichern. Dann brauchen wir noch ein Streamlabs-Account, dafür gehen wir einfach auf die Seite von Streamlabs, loggen uns mit Twitch ein, authentifizieren die Seite und gehen am Rand auf Alertbox. Diesen Link hier kopieren wir, fügen ihn in unser OBS ein, mit zum Beispiel Rechtsklick auf eine Quelle, hinzufügen, Browser, lassen wir so, Browser Source und Wiedergabe. Hier können wir jetzt die Höhe und Breite einstellen. Hier wird er gleich kommen, der Alert. Im Bereich General Settings können wir ganz allgemeine Einstellungen zu den Alerts vornehmen. Wie zum Beispiel, dass das Bild bzw. GIF über dem Text steht, dass der Text vor dem Bild steht oder dass das Bild neben dem Text ist. In dem unteren Bereich kann man noch Bad Words eingeben. Wenn man zum Beispiel eine Donation bekommt, kann man eine individualisierte Nachricht eingeben und die würde dann nicht angezeigt werden. Alle Bereiche funktionieren dann ähnlich. Egal ob Follow, Subscription, Donation, Hosts, bababababab. Doch schauen wir uns jetzt einmal die Follow Alerts ein bisschen genauer an. Hier kann man sie entweder ein- oder ausstellen, wir wollen sie natürlich einen haben. Bei Slide In Up kommt das von unten nach oben. Wir könnten ja mal Bounce In Up machen und nicht Fade Out, sondern Zoom Out. Hier kann man sich ganz viel rumprobieren. Hier kann man dann die Message eingeben. Name ist dann derjenige, der gerade followt. Danke für den Follow als Beispiel. Text Animation. Wie soll sich der Text bewegen? Soll nichts passieren? Soll er groß und klein werden? Soll er hüpfen? Soll er wackeln? Ich finde wackeln nicht schlecht. Hier kann man dann zum Beispiel das Bild ändern. Bei Change Media könnte man ein eigenes Bild hochladen und auswählen. Bei Sound default.ogg Change Media. Wie wäre es mit UA? Und Select. Sound Volume. Soll das Ding sehr laut sein oder eher leise, muss man auch individuell schauen. Wie lange soll der Alert gezeigt werden? Soll der Text delayed werden? Hier kann man auch nochmal weitere Einstellungen zur Schrift und weitere Alert-Variationen einstellen. In dem Bereich Open Alert Variations kann man zum Beispiel einstellen, dass besonders für ein Prime-Sub gedankt werden soll oder für ein ganz normales Sub, dass es da einen unterschiedlichen Text gibt. Unten auf Save Settings speichern wir das Ganze und der Alert ist angepasst. Also, jetzt sollte ein neuer Sound da sein.